Hey ho, Arc-Freunde! Yay, hier sind wir wieder! Mit einer neuen Folge von Arc. Scorchers! Ja, wir haben uns überlegt, wir machen dasselbe, wie wir die letzten Tage, wie wir die letzten Sessions auch immer wieder gemacht haben. Genau, wir versuchen mehrere Dinos an uns zu reißen. Genau. In einer Session. Genau, wir versuchen wieder ein paar Dinos zu zähmen. Irgendwann wollen wir ja umziehen und ich denke, viel werden wir hier nicht mehr machen. Ich weiß nicht, wollen wir die Höhlen irgendwann nochmal zu Ende erkunden? Ich glaube nicht, oder? Was meinst du? Ja, eine haben wir ja schon und du hast ja eine entdeckt. Und da würde ich auch gerne nochmal reingucken. Ja gut, da können wir ja auch nochmal gucken. Aber ja, sehr gern. Vorrangig erstmal ein paar Dinos tamen noch. Letztes Mal hat es ja ziemlich gut geklappt hier mit dem haarigen Vieh. Siehst du ihn schon, wie er da rumsteht? Ja, ja, der guckt mich auch gerade an. Der folgt auch Almut. Das hat doch ein bisschen länger gedauert als gedacht. Ich musste mit dem noch bis an den Berg ran. Hinten. Oh, okay. Das ist ein einsamen Berg. Und dann noch über die Schluchten wieder. Oh. Naja, aber hast du ja geschafft. Ja, ist ja noch ein paar Mal versteckt, nee, wie heißt das? Festgesteckt hat er einmal, genau. Aber es ist geschafft. Ja, zum jetzt Glück. Und hier noch das Känguru und die Sättel, heißt es Sättel oder Sattel? Die Sättel, ja. Ich würde sagen, ein Sattel, viele Sattel. Viele Sattel, oder? Ja, die werde ich so sagen. Die werde ich dann nächstes Mal machen, falls wir jetzt noch mal den einen oder anderen Dino auch finden, werde ich den auch noch mal satteln. Das heißt ja auch aufsatteln. Ja, genau. Und ein paar Dinos. Ein paar Dinos, für die brauchen Sattel. Wir nicht mal hier, glaube ich, einen Sattel, weil wir die nicht reiten werden, denke ich. Und die Sattel kann man eh, glaube ich, nicht mitnehmen. Oder? Kann man die hochladen? Ja, haben wir ja das letzte Mal schon drüber gesprochen, ob man was mitnehmen kann. Und früher war das jedenfalls nicht so. Wie das jetzt ist, keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung, werden wir rausfinden. Wir können es ja mal probieren, aber ich glaube nicht, dass das geht. Es wird so ein bisschen diese Balancing sprengen. Ja. Könntest du dir dann deine mega, hammer, krasse, super, duper Ausrüstung ja. einfach einsacken und drüber nehmen. Vielleicht gibt es eine Option, das anzuschalten, aber das weiß ich auch nicht genau. So, du wolltest nach den Karottchen nochmal gucken, ne? Ja. Und gleichzeitig gucken, ob noch irgendwer verdorbenes Fleisch hat, die Donner vielleicht. Oder vielleicht auch der Dino. Weil ich noch Narcotics machen wollte. Ach so. Nein, die Geier fliegen wieder alle raus. Narcotics übrigens habe ich jetzt 100 Stück mit dabei. Oh, ich glaube, die Geier sind echt übel. Hast echt vergessen hier, du kommst nicht mehr ins Haus rein. Ich habe zwar zwei Eingänge gemacht, aber der zweite Eingang ist halt so beschissen. Na scheiße. Na gut, die Geier, die teilen wir ja eh auf. Wir machen dann wirklich so eine Tombola, wird, denke ich, oder? Ah, finde ich cool. Außer die Geier halt und ein paar, da wissen wir ja schon, wer zu wem gehört, aber... Wenn jemand Lust hat und es in die Kommentare schreibt, rechtzeitig, dann könnten wir jemanden noch einladen zu der Tombola. Nein! Eins, zwei Dinos jemand anderem schenken. Ich würde es machen von meinen. Ja, kommt drauf an, wen. Du meinst nicht... Du willst Hinz und Kunst nichts schenken, oder was? Nein, zum Beispiel so ein Rudy. So ein Rudy würde ich schon gerne behalten, glaube ich. Da bin ich ein bisschen egoistisch. Ja, das kannst du dir ja aussuchen, was du da verschenkst. Ja. Ja, schreib's gerne in die Kommis, also. Jetzt geht's aber erstmal gleich ans Themen wieder. Und alle gleich wieder drin, alle Adler. Noch zwei Scheißhaufen eingesammelt. Ich guck, wie gesagt, dann mal nach den Karotten. Das ist ja wichtig für diese Pferde. Ja. So, Ich dachte, meine Tastatur spinnt. Die hat irgendwie ein bisschen gesponnen. Ich konnte mich nicht mehr absetzen eben. Diese Dino-Knäuel hier von uns. Das sind wirklich schon zu viele. Ja, das ist schlecht. Das sollte jetzt nicht so sein. Ja, ja. Die Tastatur. Ich habe das Gefühl, bei mir, es ruckelt auch ein wenig
auf dem PC gerade. Magst du noch mal neu starten, oder? Nee, es geht schon, aber irgendwie habe ich da so das Gefühl, als würden auch die Farben plötzlich in Grau, in Satt gehen und alles Mögliche. Oh. Von Grau in Hell, in Dunkel, irgendwie seltsam. Hast du vielleicht irgendeinen Fehler gefunden? Das klingt zumindest stark danach. Ja, geht aber schon. Wenn es mich stört, dann starte ich halt einfach nochmal neu. 1, 2, 3, da. So. Ach, vielleicht sollten wir nochmal ein paar Bären mitnehmen. Die Frieda hat eine ganze Menge Bären, ja? Okay. Kannst du dich gerne bedienen? Ich meine nur, wenn... Oh, ich habe über 100 verdorbenes Fleisch hier. Rudi. Ja, mach das in die... In die Futtertrog? Nee, in die... den ersten Mörser von links rein, dann können wir das noch zu Narcotics verarbeiten. Achso, ja, mache ich. Dann mache ich gerade schon welche, aber ich glaube, ich habe zu viel Bären gesammelt. Da passen noch ein... Wird noch welche reinpassen, oder? Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht irre ich mich auch. Sieht wohl nicht so aus. Oh, ich bin bei den Geiern gelandet. Ich muss ja zu uns. Da komme ich aber gar nicht mehr durch, richtig. Da sind zu viele Dinos, das stimmt schon. Die Donner hat ja sogar noch brauchbares Fleisch gehabt, cool. Geierlein. Da hat sich ganz schön lang gehalten. Mhm. Definitiv. Sehr cool. Oh, ich habe auch viel zu viel Steine im Inventar. Warum brauche ich? Ich muss nicht immer 43 Steine mit mir rumschleppen. Was soll das? Das belastet ja nur. Bin ich der große böse Wolf, hat der Jäger mich mit Steinen gefüllt. Oh Gott, Rudi hat auch so komisch so viele Sachen drin, ne? Dann nehme ich auch mal ein bisschen was raus und tue es einfach mal in... Ja... Einfach mal in den Schrank. Ja, mach mal lieber. Dann sind wir ein bisschen schneller vielleicht, ne? Ja, und ein paar Sachen kann ich auch fallen lassen. Die Pfeile braucht auch keine Sau mehr. Nick. Speer hier. Was? Die Pfeile braucht keine Sau mehr? Ja, ich nicht. Brauchst du Pfeile? Vielleicht. Dann sammeln wir die in der Base. Nein. Ich hab ja noch von den Darts habe ich auch noch ein paar, aber ich meine, vielleicht kann man trotzdem Pfeile irgendwann mal wieder gebrauchen. Ja, letzte Folge hätten wir sie gebrauchen können gegen diese Typen, ne? Ja. Es ging zwar dann auch so, aber mit den Pfeilen wären wir vielleicht besser weggekommen, dann hätten wir ein paar Ladungen von diesen Darts weniger gebraucht. Naja, stimmt. Übrigens bin ich schon irgendwie dafür, dass wir nochmal an die gleiche Stelle gehen, wie das letzte Mal. Ja. Vielleicht ist es ein bisschen langweilig, aber da gab es ja so viele verschiedene. Wir haben ja noch genau. Diese Katzen gesehen. Diese Katzenwesen. Da weiß ich aber nicht, wie man die tamet. 35 Karotten haben wir nur. Das ist aber ein bisschen dürftig hier, Leute. Ich weiß nicht, ob das für ein Pferd reicht, ne? 41. Oh, eben gerade ist es nach oben geschossen. Ja, wenn wir ein Pferd sehen, dann holen wir... Einer folgt dem vielleicht. Und dann holen wir halt die Karotten. Ich lasse ja erstmal drin. Dann brauchen wir noch Salz. Und dann geht's los, würde ich sagen. Genau, ich leg noch ein paar Bären in den Rudi rein, falls wir was finden, was Bären braucht, ne? Jo, macht es. Was ist das da oben für ein Viech? Oh, zwei Morilla-Tops auf einmal. Ich denke, die reichen. Weil die sind Mate-boosted. Salz nimmt Rudi noch mit. Ein gutes Ziel. So. Oh, da sind wieder Wölfe. Man kann nie genug Wölfe haben. Naja, hier auf dem Server jetzt erstmal doch. Ja, aber wenn wir einen Hochstufigen sehen... irgendwann die Bosse legen, oder nicht? Würde ich ganz gerne machen. Hier? Ja, vielleicht auch irgendwann dann mal hier, aber im Moment ja noch nicht. Noch nicht, nee. Wir uns zumindest nicht vorgenommen, es sei denn, einer schreibt das noch in die Kommentare. Dann könnte man das auf jeden Fall nochmal probieren. So ja, wobei es wahrscheinlich ein bisschen, hier gibt es glaube ich nur einen Boss und das ist der Manticore. Dann verzögern wir es. Also falls es noch jemand möchte, machen wir es auf jeden Fall noch. Aber dann verzögern wir es vielleicht, erstmal machen wir dann einen Ausflug. Oder lassen uns nieder, muss man ja schon sagen. Lassen uns dann nieder. Wie heißt das denn nochmal? Im Center. Ja, genau. Wobei die neue Karte, es gibt nur eine neue Karte,
Die reizt mich auch, aber ich will jetzt erstmal Center ausprobieren. Dieses Ragnarok. Ach, okay, ja. Ja, das können wir auch noch machen. Mit den Falken, also mit den Greifen, nicht Falken. Das ist ja diese Greifen. Lass mich mal ganz kurz nachdenken. Was wollte ich jetzt gerade machen? Ich habe gesagt, ich hole die Karotten nicht. Irgendwas wollte ich noch machen. Bevor wir losgehen. Vielleicht was zu essen mitnehmen und so? Nee, hab ich. Trinken, essen hab ich. Ach komm, ich hab's doch gerade erst gesagt. Was ablegen wollte ich, genau. Das auf jeden Fall. Fällt dir auch nichts mehr ein? Nee, was du wolltest, weiß ich nicht. Mist, das ist blöd. Boah. Narkotics habe ich dabei. Es war doch irgendwas Wichtiges. Es war irgendwas Wichtiges. Vielleicht noch Pfeile nochmal machen oder diese Darts oder... Ja, ich habe noch ein paar Darts. Bären habe ich genug dabei. Ich weiß es leider nicht. Mist. Die Felder habe ich versorgt. Na egal, dann... Vielleicht fällt es dir wieder ein. Wahrscheinlich fällt es dir ein, wenn wir mitten im Flug irgendwo sind. Oh, wenn es dann ganz wichtig wird, dann fällt es mir. Ja, genau. Wenn es uns dann auffällt, war es ja wohl auch wichtig. Sonst war es erstmal unwichtig. Na, werden wir sehen. So, ich leg nochmal Sachen hier rein und dann... Ah, Drecksraptor da hinten wieder, der stirbt jetzt. So, jetzt trage ich nochmal wesentlich weniger. Sonst noch irgendwas? Nein. Ach, jetzt weiß ich, warum ich so viel Steine hatte, wegen den ganzen Bolas. Ich wollte ja noch ein paar Bolas machen. Ah, ich habe auch noch 7 Bolas dabei, falls irgendwas sein sollte. Okay, 3 habe ich jetzt auch. So. Passt, dann kann es losgehen. Yep, okay. Hoffe ich mal. Da hebst du ab. Ja, das war beim... Bei welchem Obelisken war das denn? Beim Grünen in der Nähe, oder? Genau. So einfach hier. Ja. Hier lang. Wo, ich habe letztes Mal noch die alte Folge mal angesehen oder eine Folge davor. Da haben wir gesagt, ach, beim Grünen Obelisken ist überhaupt nichts. Ja, da waren wir ja vorher auch. Da haben wir, glaube ich, auch unseren Fahrer her. Vom grünen Obelisken, den hast du ja da hinten auch gezählt. Das kann sein. Oder wir zwei, du hast ja den hier gefunden. In der Nähe von irgendeinem Obelisken, soweit ich weiß. Ja, das war der hinten. Ich habe den ja, glaube ich, noch zurückgebracht. Ja. Du warst, glaube ich, auch mit dabei. Ich weiß es nicht mehr, wo. Egal, jedenfalls gucken wir jetzt uns mal ein bisschen um. Genau. Da sind schon Murillatops und ein Kanguru. Ja, also ich gerade nicht... Falls wir so ein hochstufiges Känguru sehen, das müssen wir halt erst mal verzichten, weil wir nicht mehr genug Blumen haben, ist klar. Ach ja, stimmt. Da brauchen wir ja Pilze. Pilze, nicht Blumen. Ja. Genau, da müssen wir jetzt unbedingt keine Ausschau halten nach den Viechern. Ja, hast recht. Diese Hyänen könnten wir mal suchen, ne? Hyänen oder diesen anderen Raubkatzen da. Ja, genau. Hey, das ist ein cooler Wolf. Beige. Aber der stirbt wahrscheinlich. Fightet er gegen irgendjemanden, ja? Rillatops. Ja, ich seh's. Ich lande mal gerade daneben. Ich muss eh landen und dann kann ich ein bisschen... Ja, der ist weg. Schade. Aber dann war er auch nicht so hoch. Nee. Wenn der gegen Morellatops nicht ankommt, auch sind 2, okay. Naja, trotzdem. Okay, weiter geht's. Dum, 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 kann natürlich sein, da wir das letzte Mal so viel Glück haben, dass wir jetzt kaum jemanden finden. Nein, beschwör's nicht herauf. Da hinten war irgendwas Weißes. Was Weißes? Ja. Ah, okay, das war leider nur so ein Gürtler. Ach so. Ja, den gibt's ja auch in Weiß. Oh, mir ist richtig heiß gerade. Der Doderikus oder so, oder? Ja, so heißen die, glaube ich.
Deuterion, Deuterius, Deutericus. Da kommt ein lilaner Strahl runter. Da will ich noch mal kurz schauen. Da ist noch mal ein Wolf, oder? Gott, bei mir ist schon alles wieder der Hochstufige von letztem Mal, der war genau hier an der Stelle. Bei mir ist schon richtig verschwommen wieder alles. 60, genau, ist der 60er Wolf, den ich jetzt immer schon gesehen habe. Den können wir ja als Option vielleicht noch mal überlegen, so. Was macht denn der Archie? Almut. Ja, auf jeden Fall, 60er Wolf ist für den Boss doch super gut. Ja. Den könnten wir auch einfach so mitnehmen und eben bei dem Boss dann opfern, zum Beispiel. Ja. Wenn er uns auf den Senkel geht. Zum Beispiel. Sind wir auch nicht so traurig. Schon allein deswegen lohnt sich das, den mitzunehmen. Was ist denn das für ein kleiner? Ist das wieder so einer, dem man irgendwelche Dinos opfern muss? Ja. Ja. Und hier war doch auch so eine von diesen Raubkatzen, von den großen, so eine. Hier in der Nähe, oder? Ich meine, ja, es muss hier gewesen sein. Ist der Kano? Da hinten schon vielleicht ist ein Kano. Auf irgendwelchen Felsen war die doch hier. Da ist sie doch. Da oben. Hast du sie? Was war die denn für? 29. Ja. Könnten wir als Option lassen, wenn wir dann wirklich nichts finden. Ja. Merken wir uns mal so wie den Wolf. Ist der, den man Dinos opfern muss, feindselig nehmen? Und dann greift er mich nicht an, oder? Das kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Nee, zumindest greift dann Rudy nicht an. Wie schaut es denn eigentlich hier von der Schwierigkeit des Gebiets aus? Das kann man ja auf der Karte oder hier im Inventar überprüfen. Easy ist das, okay. South One Easy. Ja, momentan haben wir hier keine, ja, glaube ich, haben jetzt fast überhaupt keine Schwierigkeiten irgendwo, außer gegen Elementare und Wyvern. Da wird es noch schwierig. Ja, stimmt. Da ist auch noch mal einer. Das ist eine Raubkatze. Level 6. Das ist Quatsch. Level 6 ist, glaube ich, richtig Quatsch. Dann lieber 29. Quatsch mit Soße. Hier sind zwei. Das ist doch einer. Oh, hier gibt es aber viele von denen. Okay. Komm schon, Level 65, bitte. Und? Na. Level 11. Hm. Oh, hier ist auch noch einer. Jawohl, jawohl. Der ist Level 49, hui. Das ist bisher der Beste. Hui, hui, hui. Kannst du dir den merken, wo der so steckt? Ich hoffe mal, da lebt man auch noch, aber der ist genau hinter der großen Mauer hier. Mhm. Ja, dann finden wir den schon wieder. In der Mitte vom Obelisken und der Mauer. Das ist noch eine Helena Note oder sowas. Kann man den eigentlich schnappen, weißt du das? Im Archie. Ich denke mal nicht. Das habe ich glaube ich letztes Mal schon versucht, ne? Ah, ich glaube ich auch. Hm. Ich bin heute ein bisschen müde. Macht nichts. Ich kann mich also einige Sachen gar nicht mehr so gut erinnern im Moment. Also lassen wir den auch erstmal liegen, oder? Gucken wir erstmal uns nochmal um. Ja, ja. Was war denn das da? Ist gerade weggehopst. Känguru wahrscheinlich, ne? Was hier hopst. Das einzige, was hopst, ist ein Känguru, glaube ich, oder? Ja, war ein Känguru. Aber der 49er? Der 49er wäre jetzt die beste Option bisher, würde ich sagen. Mhm. Oder halt den Wolf. Und? Oder beides. Ah, genau. Den Wolf könnte man im Prinzip ja auch zu dem grünen Obelisken tragen. Weil es hier ja diese Paras oft gibt. Ja, für Brian. Stimmt. Und dann ist der Wolf sehr schnell gezähmt, glaube ich. Mhm. Den 49er habe ich jetzt auch gesehen. Der ist einfach relativ einfach zu finden. Ja, ja. Ja. Ist ziemlich gut. Ich finde das so blöd, dass diese Echsen, diese Teufelsechsen oder Dornenechsen oder wie auch immer, die kein Primate bringen. Ja. Wenigstens ein Primate könnten die ruhig bringen. Und so eine lohnt sich auch nicht mitzunehmen. Auch ein widerliches Echsenfleisch hier. Könnte auch so ein leckeres Gourmet-Echsenfleisch sein. Yummy,
Ja, aber so ist eine, es aber leider nicht. So eine lohnt sich auch nicht mitzunehmen, glaube ich, weil man ja den Sattel nicht erstellen kann, nicht herstellen kann, soweit ich weiß. Dann. Wow. So, ich bin am grünen Obelisken angekommen. Ich auch. Richtig viel los ist hier aber auch nicht. Nee, nicht mal ein Para irgendwo, ne? Sehe ich. Ja, wo sind die denn nur alle hin, die ganzen Paras? Haben gibt's wir die ja vielleicht getötet? Sind die denn alle hin? Glaube ich eher nicht. Ein Krokodil sehe ich noch. Krokodil, echt? Ja. Ach, so. Ach, ich dachte, ja, genau. Kein Sarko. Ja, Sarko hätte ich jetzt cool gefunden hier, wenn es hier plötzlich kein Sarkozy. Moshops haben wir wieder hier. Aber es sind, glaube ich, noch die niedrigstufigen kleinen Popligen. Die Popel-Moshops. Mhm. Popel-Pops. Ja, das ist so weit hier. Wir können mal da hochfliegen. Dann fliegen wir noch zum Blauen rüber, oder? Und dann wieder zurück, falls es da hinten nichts gibt. Ach, hier ist nochmal eine Raubkatze. Moment. Komm schon. 65, komm schon! Bah! 9. Mist. Wieder so ein Opfer-Dino. Ja. Noch ein Opfer-Dino? Aber oder sind das Mini-Raptoren? Wir können ja mal irgendwann eine Session, so eine Opfer-Session einfach machen. Ja, das sind diese Opfer-Dinos. Können wir ja, die eigentlich... ja, müssen wir ein bisschen zähmen halt. Ja, die können wir auch aufheben, ne? Ja, oh, das geht. Ist auch ratsam, das so zu machen. Weil irgendwie, wenn die in der Gruppe sind, gab es, glaube ich, Probleme. Man muss die voneinander weglocken oder irgendwie sowas. Oder okay. War das bei den Hyänen? Ne, das war bei den Hyänen. Okay. Bei Hyänen? Okay. Sonst kann man, sie muss ja von der Hand füttern und wenn die als Gruppe zusammen sind, kann man die wohl nicht füttern. Noch, okay. Muss dann einen weglocken, so habe ich das, oder vom Alpha war das, glaube ich, vom Alpha weglocken. Ja. Und den, dann kannst du den füttern, irgendwie so. Das würde ich auch mal gerne ausprobieren. Ja, dann machen wir mal so eine separate Session einfach, so eine, wirklich so eine Opfer-Session, wo wir einfach irgendwelche Dinos tamen. Wir können ja auch gering, ruhig ja kein großes Level vielleicht haben oder so. Chiboras. Diese kleinen süßen Chiboras opfern wir dann, ne? Diese kleinen süßen anderen Dinos. Da wird uns irgendjemand böse sein. Nein. Nehmen wir dann Evil Session. Genau. Wo wollten wir hin? Dann heißt es Evil Affe und du bist Evil Moor. Ja, Evil Moor. Evil Moor. Wir sind jetzt gerade in die falsche Richtung. Ich dachte, wir gehen vielleicht eher zum Blauen. Ah ja, gut. Also wir können auch hier noch ein bisschen rumfliegen. Ja, nee, wir fliegen zum Blauen. Müssen wir nur mal gucken, ich sehe den nicht auf der Karte. Beim Blauen hatten wir laut Vicky ja noch eine Chance, diese Bienen zu finden. Deswegen würde mich das noch interessieren. Ja gut, dann gehen wir mal zum Blauen. Da hinten ist er. Bram Evil folgt dir. Evil Maw. Nee, Bram Evil klingt besser. Bram Evil. Prime Evil. Da gibt's doch auch so. Prime Evil ist doch das Urböse. Stimmt, Prime, glaub ja, ich. Ja, klar. Prime Evil. Stopp. Vielleicht schaffen wir es ja. Vielleicht euch Bienen. Hm? Echo? Ja, hallo? Nein, vielleicht. Vielleicht schaffen wir es ja wieder, zwei Dinos zu zähmen in einer Session. Gucken wir mal. Jo, ich denke mal schon. Das schaffen wir schon. Wir haben ja uns schon zwei rausgeguckt. Die wir eventuell nehmen würden, ja. Zwei Wölfchen. Kommt schon, zeigt euch. Das ist immer so spannend, wenn man hier über die Landschaft fliegt. Und dann guckt, ob hier irgendjemand ist, den man zähmen könnte. Da ist unser 49er. Den passiere ich gerade. Ja, dem wird wohl nicht viel passieren. Ich glaube, der hat auch gerade nicht viele natürliche Feinde hier. Ja, der wird nicht angegriffen. Auch von den Wölfen, glaube ich nicht. Nö. Der arbeitet höchstens mit denen noch zusammen. Ja, sieht so aus. Oh, ich muss dringend runter. Los, Almut. Juhu.
Oh, ich brauche auch mal Fleisch, glaube ich. Zum Essen? Für Für dich? meine Archie. Ach so. Ja, dann hier. Guck mal, nimm mal ein bisschen Fleisch aus mir raus. Ich habe genug drin. Oh, ja, cool. Ah, super, Dankeschön. Weiter geht's. Ja. Wuhu, Helden. Hallo, blauer Ah, Obelisk. jetzt sehe ich ihn, glaube ich, auch wieder. Aber immer den Blick auf den Boden. Da ist noch so eine Raubkatze, oder? Jep, Ja. das war, glaube ich, der Elba oder Ja? so. Der wird gerade von Ja. Geiern angegriffen. Oder die Der war Elba. sechs, der war sechs. So, da hinten war noch ein anderer. Okay. Okay. Oh, hier ist Explorer-Note. Hehe. Jep. Oh, was ist denn das? Das ist aber ein interessant farbiger Geier. Hier sind zwei, merken wir uns am besten. Ne, ein Para und eine Titanoboa. Zwei Titanoboas. Also hier ist guter Ort zum Fleisch sammeln im Moment. Okay. Noch ein Para da hinten. Jetzt merke ich mir den Ort mal auf der Karte. Okay. Ja, wenn wir das Raubtier, also die Katze, da zähmen würden, ne? Ja, genau. Den Wolf können wir überall hintragen, ist ja kein Problem, aber Stimmt. die Kitty Cat, das könnte schwierig werden. Stimmt, das mit dem Wolf, da bin ich das letzte Mal gar nicht drauf gekommen, als ich den einen da gezähmt habe. Den hätte ich ja einfach mitnehmen können, stimmt. Gut, dass du es sagst. Ja, überall hin. Zum Schneller. Sonst sehe ich aber hier echt nichts. Es gibt hier nur ganz, ganz viele Kakteen. Ja, und Überall. ein paar Morella-Tops und ein paar Ankylos, aber sonst. Aber so einen Gürtler, so einen hochstufigen, würde ich mir vielleicht auch noch holen. Die können nämlich so viel, sehr viel tragen. Wir haben schon einen Und Gürtel, mit aber dem der kann war man nicht so dann... hochstufig, oder? Ja, den habe ich, glaube ich, auf 4 oder sowas gezähmt. Und ja, wenn man da einen hochstufigen hat, können die ja viel, viel mehr schleppen. Ja, klar. Das hilft uns, glaube ich, auch ungemein, wenn wir unsere Base aufbauen wollen. Ab einem gewissen Grad müssen wir uns dort halt nicht unbedingt einen neuen holen, dann könnte man den einfach runterladen. Ja, klar, ja. Auch nochmal ein Para. Stimmt. Oh, Archies sind hier ja auch, stimmt. So einen hochstufigen Archie hättest du ja noch gerne mal. Stufe 20. Auf jeden Fall hätte ich so einen gern. 65er Archie. Da muss ich leider hier vor Freude alles kaputt machen. Können wir leider nicht mehr weiterspielen. Hast du einen? Nee, ne? Wenn ich einen kriege. Ach Wenn so. ich einen kriege. Ich hätte nicht so wählerisch sein sollen. Wir haben ja mal so einen gehabt. Mann, doch, Ja. jetzt tut es mir doch ein bisschen leid im Nachhinein. Ist halt getroffen worden und hat halt seine Bonusstufen verloren, aber Ja, stimmt. es war trotzdem so bisher der höchste Archie, den ich jemals gesehen habe im Ach, Spiel. scheiße. Jetzt muss ich so nach unten. Ich hoffe, ich schaffe das noch. Soll ich dich mal wegpflücken? Warte mal, geht noch. Jetzt geht's noch. Ich muss nur da unten. Scheiße. Ich pflück dich einfach mal. Ach so, du hast mich gepflückt. Dann Ich suchen dachte wir schon, hoch. uns mal einen gescheiten Ort aus. Ja, weil da sind ein paar Drecksviecher. Dankeschön, da habe ich jetzt nicht drauf geachtet gehabt. Kein Problem. So. Gut, kann weitergehen. Ich muss gerade mal gehen, Entschuldigung. Macht nix. Müde darf man So. mal sein. Und trinken. Und rülpsen. Und Und furzen. andere Sachen machen. Genau, furzen auch. Wie gut, dass ich mein Mikrofon am Mund habe und nicht am Po. Beim Aufnehmen. Welche Stufe habe ich eigentlich jetzt schon? Ach 68, das Mist. reicht ja immer noch nicht für den Strahl. Ja, aber ich wollte gerade sagen, Mist. Mann, Mann, Mann.